Hallo königsblauen Fans, damit ihr nichts von Schalke verpasst, abonniert jetzt diesen Kanal, wir sind immer auf der Suche nach den neuesten Schalke 04 News, um euch über alles, was passiert, auf dem Laufenden zu halten. Auf der Suche nach Verstärkung erwägt Schalke 04 offenbar den Transfer eines alten Mitspielers. S04 sucht noch einen Neuzugang an der Angriffsflanke. Eine Transferspur führt nach Italien zu einem Spieler, der in der Vergangenheit das königsblaue Trikot getragen hat. Wie Transferexperte Nicolo Schira auf Twitter schreibt, ist Schalke 04 neben Espanyol und Bundesliga-Konkurrent Mainz 05 einer von drei Clubs, die Informationen über Marco Piaka erhalten haben. Der 27-Jährige steht noch bis 2024 bei Juventus Turin unter Vertrag, ist derzeit aber an den FC Empoli ausgeliehen. Der Kroate spielte bereits in der Rückrunde der Saison 2017/18 für S04. Der damals 22-Jährige galt als großes Talent in den Reihen der alten Dame und sollte in Gelsenkirchen Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Ein Wechsel zu Schalke wird allerdings nicht einfach. Laut Transfermarkt ist der Marktwert des Stürmers von 18 auf 3 Millionen Euro gesunken. Aber auch diese Summe ist für den S04 gewaltig. Zudem soll Marco Piaka für ein deutlich anderes Gehaltsniveau eingesetzt werden als Juventus. S04, Fan, willst du immer bestens informiert sein? Hinterlassen Sie also Ihr Like für dieses Video, damit Sie die neuesten Nachrichten von Schalke 04, die wir Ihnen täglich bringen, nicht verpassen. Ich melde mich bald mit weiteren Neuigkeiten zurück.